Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Blaulichtmagazin. Heute geht es um diese besondere Maske. Also bleibt dran. Zu unserer persönlichen Schutzausrüstung gehört nicht mehr nur die Jacke, der Helm, Handschuh, Stiefel und so weiter. Nee, seit über einem Jahr gehört auch der Mund-Nasenschutz zu unserer PSA. Und da ist ja in vielen Feuerwehren die OP-Maske oder die FFP2-Maske vertreten. Wird dann oft weggeschmissen, man hat große Müllberge, muss auch wieder neue bestellen und so weiter und so fort. Die Firma Casco hat sich da Gedanken gemacht, wie man die ganzen Probleme damit aus der Welt schaffen könnte. Und hat hier diese Casco Mask 2.0 entwickelt. Die Kunststoffmaske, die mehrfach benutzt werden kann. Wie schon gesagt, das Gehäuse dieser Maske ist aus Kunststoff. Sieht ein bisschen futuristisch aus, wie so ein kleiner Power Ranger rennt man dann durch die Gegend. Aber die ist wirklich eine große Innovation, was dieses Maskenthema angeht. Wenn wir die Maske mal umdrehen, auf der Innenseite hier haben wir diesen wechselbaren Filter. Wechselbar bedeutet, man kann den halt einfach austauschen und die Maske dann mehrmals nutzen. Aber nicht nur das, man kann auch den Filter selbst mehrmals nutzen. Casco hat hier so einen Waschbeutel dazu getan und da kommt die Maske komplett so wie sie ist im Ganzen rein und dann bei 60 Grad in die Waschmaschine und dann kann man auch den Filter mehrmals benutzen. Ansonsten, wenn er doch mal getauscht werden muss, kommt das einfach hier mit Klett raus. Dann kann man diesen Filter anheben, hat hier noch ein bisschen Material. Und das kommt raus. Casco hat auch einen zweiten Filter mit dazugegeben. Also im Lieferumfang sind schon Wechselfilter dabei. Und dann kann man das Ding mehrmals nutzen und die Lebensdauer sozusagen verlängern. Casco hat mal ausgerechnet, wie viel Einwegmasken man benötigen würde, bis man an der Nutzungsdauer dieser Casco Mask 2.0 dran ist. Es wären über 400 Einwegmasken, die man wegschmeißen müsste, bis man auf dem Stand ist, den diese Maske hier mit sich bringt. Ansonsten gibt es noch eine Besonderheit des Tragekomforts. Erstmal, die Maske hat ringsherum Schaumstoff, die liegt viel besser im Gesicht an. Ja? Und das Zweite ist, man hat hier so einen Klickverschluss, den man hinterm Kopf zumacht. Man legt die Maske also so an und dann sitzt sie schon. Und die sitzt jetzt nicht an den Ohren, sondern die ist wirklich am Hinterkopf befestigt. Ansonsten bekommt man sehr gut Luft durch die Maske, klar, wenn man spricht, es ist nicht mehr ganz so deutlich zu verstehen, das ist aber, denke ich mal, bei jeder Maske so. Und was auch ein Vorteil für mich als Brillenträger ist, die Brille beschlägt nicht mehr so stark. Klar, ein bisschen, wenn man ausatmet, dann beschlägt sie ein bisschen, aber nicht mehr so extrem wie bei den FFP2-Masken oder bei den OP-Masken, die man sonst so im Supermarkt trägt und so weiter. Also schon wirklich eine bequeme Sache, man kann die auch den ganzen Tag aufhaben. Ich habe die selber schon zur 12-Stunden-Schicht aufgehabt, habe da keine Probleme, die längere Zeit über Stunden zu tragen. Ist wirklich ein angenehmes Tragen und sitzt sehr, sehr angenehm im Gesicht. Und wie gesagt, die Last auf den Ohren, die fällt schon mal weg, was man sonst bei den OP-Masken hat. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen. Die Maske ist als medizinischer Mund-Nasenschutz zugelassen, erfüllt also die Kriterien, dass man sie auch wirklich in der Feuerwehr im Dienst tragen darf, dass man sie auch im öffentlichen Nahverkehr, in Supermärkten, Einkaufszentren und so weiter tragen darf. Und Casco hat da auch so ein Merkblatt mit dazu getan, falls es irgendwo Probleme gibt und der Sicherheitsdienst das nicht anerkennen will beim Einlass irgendwo, dann kann man das vorzeigen. Hier ist auch noch mal ein bisschen was aufgedruckt. Und ja, die Maske gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe sie jetzt in Rot, die gibt es aber noch in Blau, Gelb, Weiß und so weiter. Man kann auch verschiedene Sachen hier aufdrucken lassen. Hier steht jetzt Feuerwehr drauf. Und ja, das ist die Casco Mask 2.0. Kostet um die 30, 32 Euro im Shop von Casco. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne dort auf die Seite von Casco schauen. Ich selber bin begeistert von dem Produkt, finde das wirklich klasse, trage die jeden Tag und kann die echt nur weiterempfehlen. Das war es jetzt mal ganz, ganz kurz und knapp hier zu dieser Casco Mask 2.0. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.